Heute ist Welttanztag. Ein guter Zeitpunkt, bei YouTube nach außergewöhnlichen Tanzdarbietungen zu schauen. Da haben wir zum Beispiel diese jungen Russen, die sich die Seele aus dem Leib tanzen. Dieses Video aus der Türkei zeigt, dass auch ältere Semester es verstehen, den Körper im Takt zu bewegen. Ob Alkohol im Spiel war, kann man nicht mit Sicherheit sagen, aber vermuten. Dass auch auf Hochzeiten gerne getanzt wird, versteht sich von selbst. Auch dabei ist oftmals Alkohol die Ursache für, sagen wir mal, besondere Einsätze. Diese Dame bringt ein Zelt zum Einsturz und der Braut eine blutige Nase. Dieser Russe tanzt für sich allein und seine Bierflaschen. Übrigens, den Welttanztag gibt es schon seit 1982. Er findet am 29. April statt, dem Geburtstag des französischen Tänzers Jean-Georges Nauvert, dem Gründer des modernen Balletts. Der wird aber mit Sicherheit ein bisschen besser getanzt haben.